Eine Unterhaltung mit Gott. 8. Juli 2017, 22.20 Uhr. Ich wusste nicht mehr so genau, was ich wahrnahm. Es war eine Müdigkeit, die abrupt Besitz von mir ergriff. Meine Augenlider schienen Zentner zu wiegen und jede Bewegung forderte Unmengen an Kraft. Es war, als befände ich mich in einem finsteren Tunnel und am Ende, etliche Kilometer entfernt, entstand ein gelblich-weißes Licht, das langsam größer und kräftiger wurde. Irgendetwas schien mich zu diesem Lichtschein hinzuziehen, wie ein Sog, dem ich nicht mehr widerstehen konnte. Ganz im Gegenteil hatte ich sogar den Wunsch, diese Helligkeit zu erreichen. Sehnsüchtig streckte ich meine Arme aus und raste darauf zu. Jetzt war ich in diesem Licht und nur einen Moment später befand ich mich im Paradies. Ich landete hier hart auf dem Boden und blieb liegen. Die Augen geschlossen, atmete ich frisches Gras und Blumen. Fast schon widerwillig richtete ich mich auf und sah mich um. Ich fand mich auf einer weiten Wiese wieder, die bunter nicht hätte sein können. Hier und da flogen ein paar Schmetterlinge und in der Ferne waren vereinzelte Bäume zu erkennen. »Bin ich tot?«, fragte ich, und meine Worte waren ein kaum zu verstehendes Flüstern. Unglaublich sah ich meine Hände und Beine. Ich war nackt. Etwas unsicher sah ich mich nach beiden Seiten um, doch es war niemand da, der mich hätte sehen können. Schließlich stand ich auf und merkte erst jetzt, dass ich keine Stützen bei mir hatte. Ich konnte laufen. Völlig perplex lief ich über die weite Wiese. Ich war tot, daran gab es gar keine Zweifel. Und schließlich lief ich meine Hände an den Seiten baumeln. Es war schwer, sie nicht zu benutzen. Es war ein schöner Ort. Ich grinste über beide Ohren und schon bald vergaß ich, dass ich nichts mehr am Leib trug. Warum war ich allein? Ich lief jetzt schon minutenlang, wobei ich nicht mal sicher war, ob hier Zeit eine Bedeutung hatte. Niemand begegnete mir und es war unbeschreiblich still. So friedlich die Atmosphäre auch war, jagte sie mir doch ein wenig Unbehagen, wenn nicht sogar Angst ein. Ich zwang den Gedanken zu verschwinden und gelangte bald an einer Stelle, wo verschiedene Bäume eine große Lichtung umrahmten. Unschlüssig drehte ich mich im Kreis. Die große Wiese blieb hinter mir unverändert. Nicht ein Mensch zeigte sich. Ich lief weiter, doch nur ein Stück. Dann setzte ich mich zu Boden, schloss die Augen, ließ mich schließlich sogar zurücksinken. Auch wenn sich an meiner Umgebung nichts geändert hatte, als ich das nächste Mal die Augen aufschlug, wusste ich, dass ich eingeschlafen war. Das Bild der hohen Baumkronen und das sonnenbeschienene blaue Himmel war so abrupt da, dass es für einen Moment eine Verwirrtheit in mir auslöste. Etwas benommen richtete ich mich auf und sah mich um. Dann erschrak ich. Hinter einem Baum, nicht weit von mir entfernt, nahm ich eine Bewegung wahr. Sie war nur kurz da, so kurz, dass ich glaubte, mich getäuscht zu haben. Einen Augenblick verharrte meine Aufmerksamkeit an dieser Stelle, dann zuckte ich die Achseln und stand auf. Es war kein Traum, ich war immer noch im Himmel und trug keine Kleider am Leib. Ich setzte meinen Weg fort, aber lange ging es nicht mehr, denn ich kam zu einer weit ausgreifenden Wiese und der Weg endete. Es dauerte eine Weile, bis mir bewusst wurde, dass nicht so ganz in diese Welt passen wollte. Weiter vorne, etwa 20 Schritte von mir entfernt, hörte das Grün einfach auf, ohne dass dahinter etwas zu sehen war.